Ah, hallo, ihr seid's. Wie geht's euch? Ha, ihr seht mich hier in Minecraft Underground. Aber jetzt, Leute. ich bin auch in Underground hier. Aber vielleicht merkt man das schon. Ja, ich bin hier im Singleplayer, weil ich kann fliegen, ich kann alles machen, was ich möchte. Ich kann hier, ja, Blöcke platzieren und kann ja eigentlich alles machen. Aber ja, das ist die Welt. Underground. Das ist die Welt, die ihr auch euch downloaden könnt. Also, ja, also auf der Welt, wo wir gespielt haben, könnt ihr euch natürlich auch downloaden. Und in diesem Video zeige ich euch, wie es downloadet und in Minecraft einfügt, weil es ist etwas komplizierter, wenn ihr die Welt downloadet, und darum zeige ich es euch. Wenn ihr euch die Welt downloaden wollt, dann müsst ihr den Link unten in der Videobeschreibung anklicken, weil da kommt ihr auf Google Drive und dann müsst ihr hier auf Download drücken. Da kommt jetzt hier eine Meldung. Dass es nicht mit Viren gescannt werden kann, weil die Datei zu groß ist. Aber dann müsst ihr einfach auf trotzdem herunterladen drücken. Und dann solltet ihr oben oder irgendwo, kommt drauf an, welchen Browser ihr benutzt, müsst dann irgendwo was installiert werden. Wenn ihr es gedownloadet habt, müsst ihr hier auf Downloads gehen. Und dann müsst ihr in den Ordner, den ihr jetzt halt bekommen habt, Minecraft Underground Welt, einfach draufdrücken. Und dann kommt hier noch so ein World-Ordner. Da steht einfach World. Und da drin sind einfach die ganzen Ordner und die ganzen Daten von der Underground Welt. Da geht ich hier auf den Fall einmal zurück und geht auf diesen World-Ordner und geht hier auf Ausschneiden und gibt dann Windows-Taste und plus R. Und dann geht hier in so ein Fenster und müsst hier Prozent App Data Prozent eingeben. Dann drückt ihr auf OK. Und dann seht ihr hier in euren Minecraft-Ordner. Da müsst ihr in euren Minecraft-Ordner reingehen. Da müsst ihr runterscrollen, bis ihr den Ordner Saves findet. In den Ordner Saves drückt ihr einfach Steuerung V oder macht Rechtsklick mit eurer Maus und geht hier unten auf Einfügen. Sofern es eingefügt ist, geht ihr dann in euer Minecraft. Wenn ihr hier in euer Minecraft seid, dann müsst ihr dann die Welt auswählen. Ich habe die Welt jetzt umbenannt in Underground. Und wenn eure Welt gestartet ist, wenn ihr dann euch in die Welt eingeloggt habt, solltet ihr hier in Survival Mode stehen und könnt dann euch ein bisschen Start-Equipment holen. Sogar ein Lightshow wurde hinzugefügt. Cool. Und dann könnt ihr hier das Buch lesen. Und vielleicht dann noch zu unseren Statistiken fahren. Und jetzt sind wir in der Höhle. Und mit Shader sieht sie einfach wunderschön aus. Jetzt können wir noch vielleicht ins Sweet Shader. Auch in solchen Shader sieht hier alles wunderschön aus. Und das kann man sich auf jeden Fall sehen lassen. Das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben lassen. Es war natürlich viel Arbeit, die ganze Welt zu downloaden, weil die sehr groß ist. Und solltet ihr spielen wollen und downloaden, in der Videobeschreibung. Und das war's mit dem Video. Tschüss.